Hallo meine lieben Mittelalterfreunde und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind mal wieder in der Nähe von Scarlitz unterwegs und sollen hier diesen potenziellen Silberraub auf den Plan gehen. Meister Fayfar hat uns gesagt, wir sollen das Ganze hier untersuchen. Wir haben das letzte Mal da drüben schon 7 oder 8 Banditen deswegen niedermetzeln müssen. Was alles andere als spielend war, aber wir werden besser im Nahkampf. Und das hilft natürlich ganz, ganz enorm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Spiel wieder automatisch speichert, oder sobald ich jetzt in die Nähe von dem nächsten Ort komme, denn es hat das letzte Mal gespeichert. Oder ob wir selber von Hand nochmal speichern müssen. Auf jeden Fall sind wir jetzt wahrscheinlich kurz davor. Eigentlich müssten wir es sein. Ja, definitiv. Jetzt sind wir kurz davor. Ups, jetzt hänge ich da in diesem komischen Busch schon wieder fest. Ah. Ja, hi. Das ist kein normaler Typ. Mist! Fuck. Der rennt einfach rein. Das war jetzt nicht so läuft nicht so wie geplant. Mist. Ich treffe ihn einfach nicht. Was will der Typ? Erwischt. Das war ein Bergarbeiter. Das ist aber kein normaler Bergarbeiter. Ganz im Ernst, so wie der hier ausgestattet ist, das ist kein normaler Bergarbeiter. Definitiv nicht. Wo zum Teufel bin ich jetzt? Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall deanalysiert und jetzt muss ich irgendwie hier wieder rauskommen. Ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe. Ich renne jetzt mal weiter dadurch. Hä? Ach, Leiter benutzen. Der hat uns halt gesehen und hat sofort Fersengeld gegeben, ne? Da war mir schon klar, dass der nicht ganz koscher sein kann. Ich komme jetzt auf jeden Fall in die Nähe von einem der anderen Orte. Ja, von A und B. Voll durch die Tunnel müssen wir hier. Bin ich hier richtig? Ich will mal gucken, wie viel sind wir eigentlich beim Bogenschießen besser geworden, so nebenbei? Wow, wir haben es immerhin jetzt auf 93% geschafft, nachdem wir 12 Millionen Pfeile abgeschossen haben. Oh. Du bringst uns doch alle um. Hör auf damit. Deine Gier hat dir das Hirn vernebelt. Nein, tu das nicht. Nein. Ui. Hey, kannst du mich hören? Hörst du mich? Bist du noch ganz? Komm schon, sag was. Ja, genau. Aufgabe begonnen, entkomme aus der Mine. Hey, du da, was hast du getan? Ich? Gar nichts. Einer von euch muss ihn in den Stollen gestoßen haben. Wenn du nicht hier rumschnüffeln würdest, wäre nichts von dem passiert. Bestimmt. Ich habe nichts damit zu tun. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Was es auch ist, ihr habt euch für einen Mord zu verantworten. Nur wenn er davon erfährt. Mhm. Ich soll ja nichts über Herrn Ratzig sagen. Hört zu, seid doch nicht dumm. Wollt ihr wirklich noch einen Mord auf dem Gewissen haben? Es könnte ein Unfall gewesen sein. Aber du weißt, dass es keiner war. Hm? Vielleicht warst du es ja, der ihn gestoßen hat und wir haben dich aufhalten müssen. Das ist doch lächerlich. Wenn ihr von hier verschwindet, verspreche ich euch, dass niemand Fragen stellen wird.
Hey, wo geht ihr hin? Ihr lasst uns doch nicht im Stich, oder? Wir haben doch so schöne Zeiten gehabt. Habt ihr vergessen, wie wir uns umeinander gekümmert haben? Hey! Das macht ja mal gar keinen Sinn. Oh oh. Jetzt sieht man hier wieder gar nichts mehr. Der ist hier ziemlich tot. Warum bin ich jetzt hier unten eigentlich? Wow. Vor allem das Geile ist, wie können die mich überhaupt sehen, ne? Das ist das Nächste. Wie können die mich sehen? Also, wenn ich die Fackel aus habe. Ich meine, jetzt, wo ich die Fackel an habe, macht das absolut Sinn, dass sie mich sehen. Aber die haben ja auch geschossen. Sag mal. Blöd, Mann. Fällt auf den ältesten Trick der Welt rein. Was? Großvaters altes Schwert? Aha. Da war doch noch einer. Ich gehe mal zurück. Keine Ahnung, wie ich da jetzt da unten gelandet bin. Ich bin da irgendwie mit runtergefallen. Die Leiche von dem anderen müsste da ja immer noch im Wasser rumtreiben. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich richtig bin. Hier. Ja, hat immer ein bisschen Geld dabei. Graue Tunika. Ich nehme die mal mit. Ich habe keine Ahnung, wie gut die in Sachen Sichtbarkeit ist. Jetzt bin ich da runtergefallen, ey. Voll nervig. Ich steck mal die Waffe weg, dann sehe ich mehr. Hier ist es zu tief. Da kann ich nicht weiterlaufen. Okidoki. Irgendwo da hätte ich ja hochklettern können. Ja, jetzt bin ich hier. Die Frage ist, wo führt das jetzt alles hin? Das hier führt jetzt zu C. Ich bin immer noch bei B. Ne, C ist ja ganz was anderes. Hat er damit mit mir gar nichts zu tun. Das scheint jetzt allerdings da vorne der Ausgang zu werden. Ja, aber dafür muss ich erstmal klettern. Also gut, wir wissen, wir können diesen Bergarbeitern auch nicht wirklich vertrauen. Ich habe bloß nicht ganz verstanden, warum die jetzt teilweise alle abhauen. Ich habe nicht mal verstanden, was da genau passiert ist. Die haben sich anscheinend wirklich gegenseitig umgebracht. Also die haben den einen umgebracht, wie auch immer. Warum auch immer. Kann mir auch im Grunde egal sein, denn wenn sie da sind und mich jetzt angreifen, und das haben sie getan, sind sie Feinde. Da geht's weiter raus. Wobei ich nicht mal weiß, ob es da rausgeht. Ich muss erstmal jetzt irgendwie rumlaufen. Diese blöden Minen, ey. Nee, da geht's wieder bloß runter. Runter ist eher nicht so der Plan. Jetzt stelle man sich mal vor, die Fackel könnte ausgehen, ey. Dann bist du hier drin geliefert. Dann machst du gar nichts mehr. Dann wirst du dich von Hand. Was ist das? Was haben wir denn? Oh oh. Ach, da ist er. Sag mal. Schlachte dich ab. Warum? 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 Das verstehe ich jetzt nicht. Ganz im Ernst, ich glaube, ich sollte diese Leute gar nicht töten. So, jetzt ist er tot. Ich verstehe nicht, was hier gerade los ist. Jetzt bekomme ich die Warnmeldung, dass ich, dass die Leute das nicht gut finden, wenn ich Zivilisten töte. Hallo, die haben mich angegriffen. Nicht mal, wo ich hin soll. Hier kam ich her.
keine Ahnung, wo es rausgeht. Hier geht's nur wieder runter. Das war wahrscheinlich der Ort, wo er zu Tode gestürzt ist. Völlig verlaufen. Irgendwo kann ich doch sehen, wie beliebt oder unbeliebt ich gerade eben bin, ne? Soziales, ne. Ereignisse, Orte, bla bla bla. Questlog. Haupt, Neben, Erledigt. Aktivitäten. Spieler, Ruf. In Rovna gibt es keinen Ruf. In Uschitze ist er bei 33. In Neuhof habe ich einen super Ruf. In Sasau ist er jetzt schon bei 10. In Ledetschko ist er bei 99. Kloster 50. Pribislavitz 0. Mehoje, Tallenberg, Ledetschko, eigentlich überall gut. Ratei sogar, 84. Nur Uschitze findet das doof. Hm. Also, anscheinend war das eine Falschmeldung. Fake News. Hey, wer ist da? Oh Mann, schon. Wer ist da? Was hast du bis zur falschen Zeit? Ja, ja. So. Stirb. Die anderen sind abgehauen. Nachdem sie gesehen haben, dass ich mein Schwert ziehe. Zumindest sieht es für mich so aus. Tja, sie können ja nur in eine Richtung gelaufen sein, nachdem jetzt hier eine Sackgasse ist. Hey, wer ist da? Oh. Dein Mörder. Unfassbar. Das sind keine Bergarbeiter, Leute. Lasst euch nichts aufschwatzen. Lasst euch einfach nichts aufschwatzen, ey. Na? Komme ich irgendwann mal raus oder muss ich mich jetzt hier durch diesen Stollen morden? Und mich dann von dem ernähren, was die Leute dabei hatten und werde zu Gollum. Gollum, Gollum. Na, endlich. Hi. Wo willst du denn hin? Wenn er in die Richtung rennt, geht's da wohl raus, würde ich mal annehmen. Es wird heller. Folge ihm mal. Da geht's jetzt auch zu A. Jawohl. Endlich sind wir draußen. So, kann ich jetzt hier Sachen mal zu meinem Gaul packen? Ich fände das total toll. Gilt alles als gestohlen, wisst ihr? Unglaublich. Ich töte hier Verbrecher, die hier als Bergarbeiter deklariert sind, aber es ist gestohlen. Okay, geschafft, wir sind raus. Und jetzt? Jetzt muss ich wieder zu B. Oh mein Gott. Komm mal her, Pferdchen. Was für ein nerviger Quatsch. Der eine ist auf jeden Fall entkommen. Daran ändere ich jetzt auch nichts mehr. Auf geht's jetzt. Denn jetzt bin ich wirklich im Kill-Modus. Ich bin jetzt relativ gnadenlos, was es angeht. Wie gesagt, der eine ist ja weggerannt, ne? Mir war klar, dass es kein netter Typ sein kann. Und dass die anderen dann automatisch dann quasi mich angreifen, nur weil der weggerannt ist, kann es ja auch nicht sein. Also die müssen ja alle von Haus aus böse gewesen sein, weil sie haben von sich aus angegriffen, das haben wir ja festgestellt. So, dann sind wir glaube ich schon hier. Ne, noch nicht ganz. Ja. Noch sind wir nicht ganz da. So, das hier dürfte das Lager sein. Wo
Oder zumindest der Vorort dazu. Nee, es ist wirklich hier. Und steigen wir mal ab. B ist ziemlich genau hier. Ja, und jetzt? Was soll ich denn jetzt machen? Was ist denn das jetzt hier? Finde heraus, ob Wendel wirklich Silber stiehlt. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Muss ja irgendwie da reingehen. Ohne, dass ich jetzt da wieder runterfallen und sterben muss. Ein Unterhemd ist da drin, Wahnsinn. Er lebt mich gerade so ein bisschen ratlos. Ich bin jetzt genau da, wo ich sein soll. Und es hilft mir nicht weiter. Allerdings müsste ja noch irgendwo... Da ist noch ein A. Was ist das jetzt nochmal? Informiere Tobias Pfeiffer. Jetzt... Wie mache ich das? Nicht die richtige Position. Und darunter fallen will ich nicht und kann ich auch nicht. Wahrscheinlich müsste ich das irgendwie über einen Schacht oder sowas machen. Gibt es hier irgendwo einen Schachteingang direkt jetzt in der Nähe? Da ist ein Schachteingang. Vielleicht soll ich den verwenden. Vielleicht soll ich einfach diesen Schachteingang verwenden und dann versuchen, Richtung B zu gehen. So, laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich bin nicht richtig gelaufen, nein. Ich könnte ja auch einfach mal markieren, ne? Was halten wir denn davon? Was ist das hier denn? Toll. Na, das hilft mir jetzt ein Scheiß. Oh Gott, ist das hier da oben vielleicht ein Schachteingang? Aber ich glaube, das Problem ist, dass die Minenschächte hier nirgendwo verzeichnet sind. Ich könnte jetzt direkt auf einen zulaufen. Oder auch 20 Mal nicht. Das ist ja ein Grab. Warum? Graben, cool. Morbide, wie wir sind. Ich habe einen Schatz gefunden, ohne dass ich ihn suchen muss. Was? Ja, das Zeug wird bestimmt noch gut sein. Grotesk. Wenn wir jetzt schon hier sind, können wir uns eigentlich dann auch um die Banditen kümmern, wisst ihr? Das ist halt, die wir jetzt halt beim letzten Mal nicht gemacht haben. Das ist herzlich sinnlos jetzt hier. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Hey, die haben ein Pferd. Hey, was ist das? Dein Tod. Was haben wir denn da? Hier drüben. So, dem habe ich auch eine gesetzt. Alarm! Mist daneben. Oh, hi. Zu den Waffen! Hier rüber! Schlagt Alarm! Das war direkt ins Gesicht. Zu den Waffen! Hier rüber! Wie er schreit. Hast weichen Knie bekommen, was? Bogenskill verbessert, yeah. Ah.
schlachte dich ab! Ah, Mist, ich hab mich verzittert. Du bist tot! Ja! Ich fasse es nicht, wie ich gerade nicht treffe, trotz dieses Punktes, ne? Ist gar nicht so einfach. Der ist tot, okay. Stirb. Was? Jetzt stehen die einfach nur so rum und backen. Halt, nix da. Der will entkommen, ey. Och Mann! Jetzt komme ich mit dem Gaul da wieder nirgendwo durch. Wo ist der Typ? Eine ganze Menge drauf, Junge. Mehr als du wahrscheinlich. Ach shit, das ist der eine entkommen. Wenn es jetzt der Anführer war, ist es blöd. Da war er doch wieder. Da geblieben. Au! Okay, er hat mich vom Gaul geholt. Boah, ey! Ich komme nicht mal dazu, meine Ausdauer zu regenerieren. Was ist los? Ja, was ist los? Das frage ich mich gerade auch. Puh, erstmal Ausdauer. Ungünstig. Okay, der Kampf wurde gelöst. Ich gelte nicht mehr als im Kampf befindlich. Oh! Dafür werde ich jetzt einfach mal so flankiert, ne? Oh Mann, schon wieder diese Scheiße. Ja, ja, trau dich doch, genau. Ja, wisst ihr, trifft mich. Ja, ist klar. Das merke ich. Ist klar. Mann, jetzt lasst mich doch wegrennen, ey. Dieser Scheiß mit der Steuerung, sage ich euch. Ja, ich weiß. Mit letzter Kraft. Jetzt reicht's. Du bist geliefert. Und tot. Das ist ja mal ein Dreck, ey. Und jetzt fortfahren. Jetzt müssen wir wahrscheinlich alles nochmal neu machen. Oh Mann, ey, das ist nervig. Das ist wirklich mega nervig. Also ganz ehrlich, diese Banditen da oben. Ja, jetzt sind wir natürlich wieder hier. Ist klar. Ich mache das diesmal anders. Ich werde diesmal nicht in diesen blöden Tunnel reingehen. Ich werde von außen rangehen. Ey, ich hasse diese Banditen da oben. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich sie hasse. Wisst ihr was? Die machen wir jetzt zuerst. Ich habe so die Schnauze voll von denen. Ich will, dass sie endlich verrecken. Ich habe eine persönliche Vendetta mit ihnen jetzt. Ich kann hier nicht mehr friedlich leben, ohne dass die da sind. Ich werde direkt davor speichern und werde sie auslöschen. Wenn der eine nicht so blöd rumgebackt wäre im Wald und ich dann auch nicht im Wald rumgebackt wäre, wäre das alles gar kein Thema gewesen. So, da sind wir. Hi. Halt, was willst du? Ach Gott. Lol, ich kann mit dem reden? Ist ja mal neu. Das ist letztes Mal einfach weggerannt. Ich sehe mich nur um. Du solltest deine Nase da raushalten. Das ist eine Silbermine und da darf keiner rein. Du bist doch auch da. Ich passe auf, dass keiner reingeht. Man kann hier leicht verschüttet werden. Mach dir keinen Kopf.
Ich bin kein Dieb und ich kann gut auf mich Acht geben. Aber... Na gut, dann ab mit dir. Aber ich hab dich gewarnt. Okay. Wir hätten ihn also gar nicht töten müssen. Aber wie gesagt, ihr erinnert euch, wenn ihr einfach nur noch mal ein bisschen zurückspult, werdet ihr sehen, wie der Typ... Also ich habe den Bogen genommen, da hatte ich noch nicht geschossen und er rannte, glaube ich, einfach weg. Beziehungsweise auf der anderen Seite, ich meine, warum sollte ich annehmen, dass der Typ jetzt plötzlich nett ist, nachdem die anderen mich direkt angegriffen hatten? Daraus kann man nicht automatisch schließen quasi, dass der jetzt nicht auch... Ich meine, der ist schließlich auch bewaffnet, ne? Das merkst du erst, wenn der Typ tot vor dir liegt und plötzlich dran steht Bergarbeit. Und danach haben mich ja ohnehin von denen alle angegriffen. War eine groteske Situation. So, jetzt wird hier erstmal gespeichert. Schreiben, jo. Und jetzt töten wir diese Penner. Denn die haben es verdient. Sag mal, was stimmt denn jetzt? Habe ich keine Pfeile mehr oder was ist gerade eben los? Ich kann nicht spannen. Ich kann gerade nicht spannen. Ich habe keine Pfeile. Warum? Ja, ist ja nur so, dass ich eigentlich Pfeile habe, aber ich habe ja keine Pfeile, ne? Mhm. Na, daneben. Nein, das nennt man eigentlich eher Jagen und Töten. Ja, im vollen Galopp zu treffen ist eher schwierig oder nicht mal im Trab. Warum habe ich den jetzt nicht getroffen? Jetzt bleibe ich wieder in den Busch hängen, genau. Ach komm. Das wird eine Freude. Mhm. Wenn du meinst. Ach Mann. Okay, dass ich den nicht getroffen habe, das verstehe ich. Hi. Uiuiui, beinahe hätten sie mich gekriegt. Jetzt komme ich ja wieder nicht ran, ey. Guten Tag, der Herr. Boah, das ist der Wahnsinn, den man nicht trifft. Mhm. Das war mein schöner Treffer. Und der ist tot. Das war der Anführer des Lagers. Oh oh. Ja, lach halt, ey. Mhm. Wie es halt auch die ganze Zeit verzieht, ne? Stirb. Das backt er wieder rum, ey. Oh oh. Alarm! Mehr hast du nicht drauf? Das reicht doch. Dein Anführer hat's gereicht. Neue Stufe Bogen. Gut. Ich sag doch, dass es geht. Ist doch gar kein Problem, wenn das Spiel einen lässt. Sehr wertvolle Dinge. Auch die Rittersporen sind nicht gerade unwertvoll. Standhaftigkeit. Das ist auch eine wertvolle Waffe. Wo liegt jetzt sein Chef? Der liegt ja... Oh.
Oh, bei mir klingelt es jetzt. Das bedeutet, ich muss es gleich aufhören, liebe Freunde. Ach, dann mache ich mal Schluss an der Stelle. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eine schöne Zeit. Tschüssi und Ade.